Herr Professor Dr. Malik, Sie sind ja unter anderem für Ihre ganzheitlichen Managementsysteme ausgezeichnet worden. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen und wieso sind diese von so großer Bedeutung? Da gibt es mehrere Gründe dafür. Wir müssen das Unternehmen als eine Ganzheit in seiner Umwelt sehen. Damit fängt es mal an. Dann müssen sämtliche Führungsfunktionen auch als eine Einheit, eine zusammenwirkende Einheit gesehen werden. Strategie, Struktur, Unternehmenskultur, die Führungskräfte. Man neigt dazu, diese Dinge individuell zu behandeln. Man kann Lehrbücher darüber schreiben, aber dann passt nichts zusammen. Und wir haben eben den Schritt schon vor langer Zeit gemacht, diese Dinge zusammenzusehen. Und es kommt ein weiterer Punkt dazu. Wir sehen das als ein dynamisches System. Das verändert sich ständig unter gegenseitigen Einflüssen und die Komplexität dieser Zusammenhänge nun erstens zu verstehen, zweitens aber auch unter Kontrolle zu halten, das hat zu tun, das steckt hinter diesem Begriff ganzheitlicher Managementsysteme. Vielen Dank.